Moin Leute, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Resident Evil Zero HD Remake und was ich noch alles. Dieses Spiel, ja, ihr wisst, ihr habt letzte Woche die drei Folgen gesehen gehabt. Ja, wir wissen nicht mehr, wo wir hier sind und was wir tun und was wie das Spiel überhaupt noch geht, weil diese Folge, die ihr gesehen habt, ist 1,5 Jahre her. Ja. Ich am Start mittlerweile merkt ihr uns. Damals mit einem sehr schlechten Mikrofon, jetzt mit einem viel besseren. Du kannst auch ein bisschen lauter reden. Jetzt mit einem viel besseren Mikrofon. Und besseren Headset. Und ja, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht. Keine Streiterei deswegen mehr. Wir müssen uns mal ganz kurz reinfuchsen, weil ich nicht weiß, was unsere letzte Aufgabe da war, was wir da vorhatten mit dem Typen. Ja, vor allem was, wie nochmal. Okay. Wir waren doch auf der Suche nach irgendwas, glaube ich. Ja, ne? Ja, mit Sicherheit. I'll go. Yeah. What? Okay. Okay, mit R1 kannst du Dings. Und ich denke mal, mit X schießt du dann. Da war dieser Aufzug-Dings da, weißt du noch? Dieser Lastenaufzug, hätte ich bei denen gesagt. So. Konntest du dich auch irgendwie zwischen den Charakteren hin und her? Ja, konntest du hin und her switchen. Musstest du ja auch. So. Das ist wichtig für das. Du musst nicht drauf klopfen. Ich weiß nicht, warum ihr müsst ihr alle auf den Bierdosen. Moment, ich muss sie mitnehmen hier. Nein! Hä? Ich habe mir, glaube ich, befohlen, gerade stehen zu bleiben mit R2. Das kann man übrigens auch. Kannst du mal jetzt auch aufmachen? Geil, das Spiel hat damals angefangen, auch diese Let's Play-Folge, mit dem, wie wir gerade ein Bier aufmachen. In der Anmoderation machst du gerade ein Bier auf. Echt? Du klickst ja auch ein Dosenbier. Geil, jetzt passiert das nochmal 1,5 Jahre später. Was aber sehr witzig ist, das Bier heißt, wie wir sind. Ja, so wie wir aussehen, Rhinos. Follow me! Fett Rhinos. Was? Ja, Fett Rhinos, das stimmt ja, genau. Wir sind ja auch die Fettärsche. Wir haben jetzt kein Elefantenbier, sondern ein Fett-Rhino-Bier. Ja, das Elefantenbier ist ja der Hammer. Dann werden wir tot sein. Okay. Prost. Das müssen wir jetzt probieren. Ja, einmal das Trovians. Einmal Entschuldigung, Leute. Wir sind stark ein bisschen erkältet, also zumindest ich. Oh, das ist stark. Alter, oh, Starkbier. Okay. So schmeckt also die fetten Nashörner. Fettes Nashorn. Guck mal, wie er winkt hier. Guck mal, der hat einen Winkelmann. Ja, hallo, Winke, Winke. So. Ja, mach mal Platz da, du dick Arsch. Was war unser Plan? Wir müssen hier nochmal irgendwie abchecken. Was muss ja, wir müssen mal ganz kurz checken. Wir haben irgendwas gesucht. Wir waren da irgendwie draußen außerhalb. Hatten oh Gott, ist das Bier stark, Alter. Das ist ja, das schmeckt ja mal gar nicht, Alter. Ist das Nashornpisse oder was? Das habe ich auch gerade gesagt. Hast du das gesagt, ja? Alter. Übrigens. Aber es ist auch nur eine kleine Dose und die war nicht ganz günstig, also. Ja. Nicht ganz günstig? Ja, es ist eine 0,3er Dose, ne? Oh Gott, habe ich mir schon die Tür aber. Also, was heißt nicht günstig? Ach, hier kam mir doch jemand und dann. Das ist der Gefrierwaggon. Ihr dürft es ziemlich kalt. Oh, guck mal, hier sind noch Items. Kann ich die nicht einfach so mitnehmen oder so voll? Achso, okay. Haben wir denn das Gewehr am Stissel? Ich weiß gerade gar nicht, was wir gesucht haben. Wir haben doch echt irgendwie. Warte mal. Muss man das Menü jetzt mal finden, ne? Muss man ganz kurz auf Kasten, das ist das Menü und. Dein Handy. Ja, ich weiß es. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. So, kann man das. Austauschen kann ich das. Gegenzug zu was? Zum Messer. Benzin. Na. Hier haben wir noch so einen komischen Cockring am Start. Was? Was? Egal, was meinst du? Cockring? Wollen wir kochen? Du bist. Ich habe fast gesprochen. Okay. Waggon für Waggon. Ja, hier draußen hat nämlich auch, genau, wir hatten hier irgendwas getan gehabt. Muss kann ich den hier betätigen? Der Hebel für den Auslöser. Umlegen, jo! Hä? Guck mal, da oben ist eine Harpune oder so. Ach, guck mal. Genau. Ah ja, warte mal, genau. Ja, jetzt, das war das. Ich hab voll den Plan jetzt, ey. Pass auf, mach ich so. Sag. Let's go! Nein. Okay. Switchen wir. Ja, okay. Halter. Auslösen. Jawohl.
Mann, ich hab gedruckt. Alter, bin ich gut. Sie brauchen zwei Blöcke, um das Objekt tragen zu können. Oh Mann, nee. Warte mal. Ja, natürlich ist es ja immer eng etwas, ne? Was ist das? Toll. Wow. Ja gut, nützt ja nichts. Dann muss ich die hier ab... Nein! Kannst du irgendwie Munition Nein. noch laden einfach? Warte. Egal, ich verstehe dich hier nicht. Das ist so regnerisch. Warte mal. Ach guck mal, aber das Ding ist noch offen, wa? Jetzt hat's geklappt, ne? Da haben wir daneben gegriffen, jo, Dennis. Jawohl. Greifhaken Bedienungsanleitung. Dieses Gerät nur benutzen, um schwer zugängliche Wagendächer zu erkunden oder spezielle Züge zu verbinden. Nach Verwendung an den richtigen Ort zurückbringen. Erstens, Verwendungsort außen am kleinen Fenster der ersten Etage des dritten Waggons in einer Leiter. Feuern Sie den Haken so, dass die Leiter greift, genau. Zweitens, klettern Sie mit der Winde nach Sichern des Hakens, ziehen Sie sich mit der Kurbel hoch. Der Greifhaken kann nur jeweils eine Person tragen. Bei mehr als 80 Kilo wird das Gerät möglicherweise beschädigt. Aber ich glaube, wir beide hätten richtig schnell Kram. Wir machen so was Frag lieber nicht, du, egal. Oh, guck mal, hier ist eine Schalltafel, Alter. Okay, dritter Wagen. So, pass auf. Inka darf jetzt mal ein bisschen laufen. Ja, ich muss mir das Taschentuch holen. Ich bin erkältet. Ich bin verschnupft. Du musst mal gucken, dass du die Karte irgendwo findest. Dritter Wagen. Denkst dran, schießen der 1 und X, okay? Mit Dreieck wechselt man die Leute, ne? Ich will mich mal kurz gucken, ob man die Karte findet. Da, Karte. Dritter Waggon. Bestimmt gibt es dafür auch einen Fast-Slot oder so. Guck mal, wir sind jetzt... Hast du dich getrennt von ihnen? Hast du stehen gelassen? Ja, das steht da. Geh mal zurück, hol die mal her. Dritte Etage, ne? Ja, ja. Warte. Geh mal zurück und hol die mal her. Du musst mit R2, kannst ihn sagen, dass er mitkommen soll. Hä? Nein, nein, du sollst. Hast du, ja, okay. Ja, ja. Hä? Ja, 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 mach doch erstmal die Tür auf. Nein, die Tür aufmachen, Inka. Achso. Bitte rein. Ja, sorry, es ist das zu weit witzig, wäre, weil du hast es mit mir gespielt und dann. Genau. Jetzt kommst du mit ihm erstmal. Geh mal weiter mit ihm durch die Tür durch. Jetzt ist sie weg, oder was? Genau, da durchgehen. Jetzt steht sie ja draußen rum. Was? Und jetzt drückst du mal bitte Dreieck. Und jetzt mal R2. This way. Okay. Gut. Jetzt kommt er dir hinterher. So, ich muss hier lang. Nee, ich glaube, das ist verkehrt. Warum soll ich da Platz machen, Mädchen? Hm? Na, jetzt hab ich dich in der Ecke, jetzt können wir kuscheln. Bitte, ey. So. Dritte Etage, haben die gesagt, ne? Hä? Dritte Etage. Ja, dritter Waggon. Zerbrochenes Fenster oder so, sagte er. Ich weiß noch, glaube ich, wo er meint. War das mit Skorpion? Nee. Doch, das war das mit Skorpion, glaube ich, ne? Nee, gar nicht. Oh, was ist das? Guck mal da. Ja, das ist verkehrt, das ist aber, glaube ich, nicht. Mach mal, probier mal. Sagt er da was dazu? Doch. Was machst du denn mit Dreiecke, Mädchen?
Mit X. Ein Druck mit X. Ich weiß auch nicht, wie. Nee, lass mal, lass mal. Ja, doch, aber ey, was zum Leiter erzählt. Der wollte doch ey, was zum Leiter. Der hätte mir hochklettern müssen. Ja, darf ich dir jetzt mal ganz kurz erzählen, wo du längst musst? Das habe ich ja gerade schon mal gesagt. Ja, du musst da nicht hin. Du musst wieder runter. Was meinst du bei Resident Evil 1 beim Director's Cut oder so? Da gehst du so. So, warte mal. Ich bin noch nicht fertig. Eine Tür aufmachen. Klicke, klick. Hier rein wieder? Was? Ja, ja, ja. So, komm, los, Attacke. Ja, das hast du gut gemacht. Na komm. Du alter Schild. Hä, wo ist denn das Winke-Winke-Zombiechen? Ja, der steht doch wieder auf. Nun geh doch, was machst denn du? Bleibst immer wieder stehen. Ich bleib jetzt hier so lange stehen, bis ein Zombie kommt. Und mich aufessen möchte. Ja, genau. So, komm, du Huse-Scheiße, geh weiter. Ach, da ist Winke-Winke-Zombie. Oder Winke-Winke-Leiche, wie auch immer. Hammer, wie sie guckt, voll angespannt, so, ne? Die Zähne so, die Lippen hochgezogen, so richtig Lefzen gezeigt, so, weißt du? Da ist das kaputte Fenster. Kannst du was machen? Es weht ein starker Wind. Ach was. Es weht ein starker Wind. Es wird nee, geh mal aufs Menü rauf, auf Kasten hier. Der hat doch auch nicht so kaputt. Ja, geh mal auf Kasten, geh aufs Menü rauf, verdammt Scheiße. Geht weg und dann geht sie dann aufs Menü rauf. Was? Der hat doch nicht so kaputtes Fenster gesagt. Er hat kaputtes Fenster gesagt, Mann. Nein, untersuchen, so. Alter, du. Ich untersuch dich auch gleich. Geist nicht nochmal zu lesen, ey, wie eine Notiz. Nee, oder das Dach? Ja. Leiter, offen Fenster, Leiter, hochklettern. Nein, nicht da, du. Mann, da wo das Computer durchs Dach gejammt ist. Also keine Ahnung. Ja. Egal, mach mal weg da. Du kannst dir jetzt auch nochmal den Akten anschauen. Akten? Das wäre gut. Hä? Warte mal. Hä? So. So, Spielhandbuch, Transportbefehl, Passagierhandbuch. Greifhaken, hey, sag mal Hinweise. Greifhaken. Bedienungsanleitung, geh da runter. Nun mach. Ups. Das braucht halt echt Spaß. Man hat echt Spaß hier. Irgendwann nur zugesaugt, man hat echt jede Menge Spaß. So, pass auf, jetzt machen wir weiter. So, dieses Gerät ist Verwendungsort außen am kleinen Fenster. Fenster der ersten Etage des Waggons ist eine Leiter. Mögen dich alle Zombies der Welt fressen. So, zurück. Da stehen bestimmt gleich alle Zombies auf. Ja, na klar. Guck mal, der sieht aus wie Bill Murray, Alter. Oder wie dein Papa. Wie mein Papa? Ich wollte mal gucken, was du sagst dazu. Ich dachte, jetzt kriegen wir das aufs Maul oder so, weißt du? Und sie lacht. Ja, du hast recht. Ach, scheiße. Ich hab's gleich gesagt. Von Anfang an habe ich gesagt, geh da hoch. Weißt du, was wir kaufen müssen? Die PlayStation 1 da, die neue. Also die PlayStation 1 Mini. Aber soll nicht so gut sein, ne? Aber trotzdem, das PlayStation 1 Mini. Da hinten ist das Fenster. Warum gehst du nicht so ein scheiß Fenster? Das Bier schmeckt echt nicht, ne? Ja, dann leider auch gleich. Jawohl! Ich bin der Meinung, du warst da war. Wofür brauchst du jetzt den Greifhaken dafür? Das schnall ich irgendwie nicht ganz. Ich auch nicht. Wahrscheinlich haben wir mit dem Haken da die Leiter runtergeholt oder so, keine Ahnung. Aber gut, wir gehen in Fahrtrichtung, ne? Ja, dann gehen wir weiter. Das ist bestimmt sehr angenehm gerade. Ja, nun mach mal was. Hä? Ach, guck mal, was ist da oben denn?
Kannst du es anklicken mit X? Doch jetzt, oder? Was? Das sieht so. Inga, nun klick doch mal an mit X. Warte nicht. Dann mach mal mit den Heini da. Jetzt ist sie natürlich mit ihrem Bratarsch im Weg. Kannst du es nicht annixen? Geht das nicht? Das sieht so verdächtig aus, ich schwör, Alter. Na gut, dann geht durchs Loch runter. Was? Ja, jetzt. Ja, diese. Genau. Nein, 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 nein. Was? Nein, dieses. Egal, der Greifhaken. Verwenden. Nein. Wieso denn nicht? Ey, ich schneide nicht. Ja, den war es doch auch eigentlich falsch. Aber dann warte mal. Das lesen wir es nochmal. Das stand doch Leiter. Habe ich doch benutzt. So. 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 Der erste Etage des dritten Waggons ist eine Leiter. Feuern Sie den Haken so, dass er die Leiter greift. Hä? Nee, das ist nicht richtig, was du denn da warst. Dann warst du noch nicht richtig. Nee, warst du nicht richtig. Nee. Erster. Der dritte Waggon. Kleines Fenster. Erste Etage. Ja, das war vielleicht was ich. Du musst mal auf die Karte gucken, Inga, wo du gerade stehst. Toll, das sagt uns jetzt viel, weil wir den Außenbereich noch sehen. Erste Etage, dritter Waggon. Ja, geh doch einmal wieder zurück in das Dings rein. Ja. Mit der Leiter aber, ne? Nicht durch das Kackloch da. Ja, Fetti. Ist das ein Ernst? Ich kann nicht hier zurücklaufen noch jetzt. Inka. Kommt sie hinterher? Sag ihr mal, die soll hinterher kommen, die Uschi da. Die bleibt da stehen. Aber was hast du gesagt? Gut, nein, lass sie. Ja, genau, jetzt kommt sie. Was? So, jetzt kannst du auf die Karte. Nein, 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 geh nicht alleine. Auf der ersten Etage. Warum drückst du im Algolon? Karte. Ja, aber dritten Waggon erstmal. Wir sind zweite Etage. Wo sagt das? Da. Ja. Dann geh mal bitte. Ja, dann. Also müssen wir erst die Treppe drück nochmal bitte R2, nicht die Treppe hoch. Achso, genau. Runter. Ja. Drück mal. Ja, ach, hätten. Inka, bitte. So, drück. Roger. Ja, genau. Du lässt sie mit stehen immer ganz gerne, weißt du? Da sind wir schon mal auf der ersten Etage. Ja. Ich, ne? Gibt es keinen Schnellslot für den Waggon? So, und jetzt bist du in den dritten. Guck mal, sind wir nicht im dritten Waggon? Kommt nur von welcher Richtung man das sieht, ne? Oder von. Es kommt nur der, genau, das wollte ich sagen, von welcher Richtung man das sieht. Ja. Guck mal, da haben wir das Ding ja hergeholt. Da ist die Leiter. Ja, okay, dann geh mal hin. Was ist hier lang, ja, ne? Ja, da längst, glaube ich, ja. Entschuldigung, Leute, wenn ich ein bisschen rusten, ja, am Kotzen und dann würgen bin. Das liegt an der Rhino-Pisse hier. So, warte, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ob wir in die richtige Richtung gelaufen. Das ist nämlich echt. Weil da waren wir ja auch schon mal. Doch, jetzt laufen wir in die richtige Richtung. Guck, ja. Und ganz am Ende soll eine Leiter sein. Gut. Passen aber nicht viele Leute in diesen Zug rein, ne? Ein ganz kleiner Zug. Ja, aber mit Speisesaal und all Pipapo, ne? Und du hast dich erschrocken, ne? Nein. Nein, nein. Egal, schrecklich. Das war zu auffällig, Tom G. Ja, sir. Nee, warte mal. Ja, geh doch mal auf die Karte, guck mal.
Ja, weiter durch. Da gleich, wenn du hier um die Ecke gehst, dann ist da ja eine Tür. Ja, weiter. Da ist gut. Nein, 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 die Tür. Dahinter, da soll die leider sein. Mach mal auf die Tür. Hä? Hä? Aber wozu brauche ich denn jetzt diesen komischen Haken? Vielleicht haben wir den ja wieder zurückgebracht. Ich verstehe nicht, wozu wir diesen Haken brauchen. Hier war das mit Skorpionen. Warte mal, denn. Das haben wir schon mal alles gemacht, glaube ich. Ja, ja, genau. Warte mal, geh mal weiter. Warte mal, geh mal ein Stück weiter. Ja, ich glaube, ja. Geh mal ein Stück weiter noch. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Nein, ich will nicht, dass dieses. Geh mal ein Stück weiter jetzt. Achso, nee, er geht zurück, okay. Nee, ich will nicht. Das ist total kacke gerade, weil ich überhaupt gar nicht weiß, was wir gerade machen müssen, weil das haben wir ja scheinbar schon mal einmal gemacht. Ja, dann gib du mal Papa. Oder nicht? Guck mal, jetzt sind wir wieder irgendwo hier unten. Pilze, Gammelpilze. Was, Pilze? Achso, diese kleinen Maden da. Ja. Will ich hier durch? Es ist nochmal so eine Remembering-Folge, liebe Leute. Da müsst ihr jetzt irgendwie. Da müsst ihr jetzt durch. Ja. So. Wir remembern uns gar nicht an irgendetwas. Wir sind aber auf der. Gibt's hier keinen Schnellslot für dieses Ding? Wir waren auf der. Das stand auf der ersten Etage. Roger. Come on. Dritter Balkon muss er gewesen sein. Da war ja die Leiter zu sehen. Das ist ja. Aha. Schnellslot, okay. Mit. Ja, wir sind zwei Etage, sagt er gerade, ne? Ja. Hier. Wir kommen von der ersten. Da, mit der Leiter. Das ist die erste Etage. Was blinkt denn da so? Ja. Da hätten wir einen Speicherraum. Das grüne ist ein Speicherraum. Was ist denn, ach, das, dieses Gewellte ist der bestimmte Eingang, damit man überhaupt in den Zug reinkommt, richtig? Ja, wahrscheinlich. Aber was bringt da hinten so orange? Das weiß ich noch nicht. Das könnten wir gleich mal versuchen rauszufinden. Ja. Aber es ist doch eindeutig erste Etage, dritter Balkon, Leiter hoch. Das haben wir dann ja aber schon mal scheinbar gemacht. Ja, aber der sagt ja, am Fenster ist eine Leiter. Erinnerst du dich noch? Dritter Waggon ist eine Leiter am Fenster. War definitiv nicht am Fenster. Das 80 Kilo, sag mal, den halt nicht mal in Amerika kriegst jemand, der so schlank ist. Das sind bestimmt 12-Jährige oder so wahrscheinlich in Amerika. Ja, lass uns hier unten nochmal kurz gucken. Ja, ich mach das doch gleich. Jetzt gleich erste Etage. Wir können ja mal gucken, was ist noch. Aber die Frage ist, ist es auch dritter Waggon? Waggon. Du bleibst doch wohl liegen, bestimmt, ne? Ja, okay. Mach Platz da, du Arsch. Guck mal, weil hier siehst du, das ist auch ein Treppenhaus hier. Das ist bloß zugerümpelt mit irgendwelchen. Scheiß, warte mal. Zerbrochene Fenster, aber die haben keine Leiter. Und er kam ja auch durch ein Fenster gejumpt. Was blinkt da so? Also, warte, Moment mal. Das war draußen, also. Das wäre der Raum, der blinkt, ne? Ja, und dann müssen wir uns gleich mal einfach die Fenster angucken. Ah. Nicht? Okay, super. Aber das ist der Raum, der blinkt, richtig? Ja. Meiner Meinung nach wäre das aber so, dass wir vom. Oder es. Aber es ist ja so doof, Dings. Meiner Meinung nach wäre von links nach rechts. Das heißt, da vorne ist die Lok. Da wo wir noch nicht gewesen sind. Ja. Und der dritte Waggon. Das wäre da hinten. Nee, gar nicht in diesen Speisedingsraum, sondern vielmehr.
Ja, und was ist, wenn wir jetzt in dem nächsten Waggon mal gucken, wo dieser gekritzelte Pfeil ist? Aber es ist die Eingangstür wahrscheinlich, ne? Das wäre der zweite Waggon. Der dritte wäre da. Ja, dieses Mittelding, was aussieht wie ein Kreuz. Lass uns da mal reingehen. Aber was hat es hier mit diesem Blinke-Ding auf sich, Dings? Ist auch nichts, ne? Ja. Welche Schritte? Was? Tschüss. Ja, guck mal, da, das wo, wäre dann der zweite Waggon. Da, wo wir aufs Dach sind. Ja, es ist ja das. Ich, das war definitiv die Leiter am Fenster. Ja, deswegen, es ist ja der totale Quatsch alles. Ich guck noch mal ganz kurz in dieser Checklist hier. Wir gucken noch mal die Beschreibung an. Ja. So. So. Verwendungsort. Außen am kleinen Fenster der ersten Etage des dritten Waggons ist eine Leiter. Feuern Sie den Haken so, dass er die Leiter greift. Klettern mit der Winde. Nach Sichern des Hakens ziehen Sie sich mit der Kurbel hoch. Der Greifhaken kann nur jeweils eine Person tragen. Bei mehr als 80 Kilometer ist das Gerät möglicherweise beschädigt. Also. Dritter Waggon, erste Etage, kleines Fenster, so, Leiter. Laut denen sind wir in der ersten Etage. Ja. Wobei ich mir einfach nicht vorstellen kann. Das ist bestimmt verkehrt gemacht, das ist hier eigentlich so erste Etage hier. Das ist ein Erdgeschoss. Also ich weiß, wie du meinst. Ja, ja. Aber lauf trotzdem nochmal durch, sonst gehen wir einen. Das Treppe wäre hoch. Hier der Waggon, den wir meinen. Und wo wäre dieses kleine Fenster? Genau. Da draußen die Türen. Dann laufen wir jetzt nochmal durch. Wir checken jetzt aber fucking jedes Fenster. Sonst gehen wir gleich eine Etage höher. Ja, warte mal, erstmal checken wir jedes Fenster hier mal. Muss ja auch irgendwas zu stehen, weißt du? Ja. Das war die Dings. Das war der Keller. Ja. 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 Zug mit dem Keller. Aber okay. So, und hier kämen wir wieder hier ran. Das wird draußen. Also gehen wir jetzt wieder rein. Wir kommen noch runter. Ja, das Doofe ist ja, dass wir gerade gar nicht ganz genau wissen, was wir. Ja, vor allem ich hab das, schon mal durchgespielt, ne? Das ist auch noch was, ne? Nee. Kannst du noch mal um die Ecke gehen? Das ist doch nur dieser Lastenaufzug, Inka. Mein Schnuckeltier. Mein krankes Babybub. Ja, süß, ne? Sorry. Alles gut, ich mag das gerne, wenn du mich so nennst. Nach und nach kommen unsere ganzen Kuselnamen hier raus. Kuselnamen. Und meint er da vielleicht das? Aber hier sagt er nichts dazu, ne? Ach so, das ist hier, ja, ich weiß, ja. Was ist das? Ach so, genau, das ist der Lastenaufzug, der in die Küche reinführt. Ja, da hatten wir noch was miteinander gemacht, da hatten wir noch den einen irgendwo abgestellt. Ja, richtig, genau. Wäre ja auch Quatschkram, hier in diesem Waggon eine Leiter zu haben. Das ist toller Quatschkram, da könnten wir ja so oder so nachher hoch.
Hier, da. Also müsste es, wenn überhaupt. Aber da steht ja ganz eindeutig, das wird ja verpassen, kleines Fenster, Leiter. Ja, ja. Aber wir haben das doch gar nicht geholt. Ich weiß es nicht. Oder wir gehen doch nochmal oben gucken. Und da war ja aber was auf dem Dach. Eindeutig. Du warst so dusselig, das einfach zu betätigen. Was ist, ja, meinst du das? Versuch du doch nochmal. Oh, Alter, der verdammt. Das haben wir es mit diesem Haken tatsächlich schon gemacht. Weißt du, dass die Leiter unten ist? Weil es ist ja eindeutig ein kleines Fenster. Dann war es nett, das Ding wieder zurückzubringen. Genau. Wahrscheinlich, ne? Ist ja eindeutig ein kleines Fenster mit Leiter. Also. Ja, ja. Deshalb, ich wüsste das ist auch möglich, nicht. Ne? Aber das sieht nicht so aus, als wäre es eine Rutschleiter, die so runterholen. Und das sieht so aus, als hätte da damals Rebecca hochgemusst. Oh, Alter, bitte nicht. Hat man das die Möglichkeit, hier schnell zu laufen? Das hat echt echt merkwürdig. Wir brauchen halt echt einen anderen Waggon, damit wir auf den anderen Waggon drauf können. Also, weißt ja, du ja, mal? Wir gucken jetzt alles ab. Also, sieht wirklich verdächtig aus da eigentlich, ne? Ja, ja, sagt aber dazu nichts, ey. Ja. Hier die was? Hast du die Gefährten hier ranzugehen? Ob du mich verarschen willst? Das hat er schon oft gesagt. Ich mein, aber da standen wir doch. Das ist doch eigentlich. Was? Na, für Zeitverschwendung. Wollte nicht, sie müssen eben weg. Keine Ahnung, ist aber irgendwie nicht richtig. Ich schneide das nicht. Mal sehen, mal ist sogar zu dumm, einfach einen dritten Waggon einfach nur rauszufinden, ne? Ja, okay. Naja. Es kommt immer von der Sichtweise aus an, ne? Dritten Waggon. Ja, aber wir sind ja einmal durchgelaufen. Was? Ja, wir sind ja einmal komplett durchgelaufen. Ja, ja. Wir haben uns hier jedes Fenster angeguckt. Und hier würde ich keinen Sinn von einem Fenster verstehen, weißt du? Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir da oben an die Lokrand kommen. Verstehst du? Das ist der Sinn, den ich jetzt da bei mir erhofft habe, einfach, weißt du? Ja, bloß wo? Also, weil hier ist ja nichts. Was sind denn die Symbole, einfach? Da leuchtet was grün. Da sind wir. Da leuchtet was orange. Was hat das so bedeuten, Mann? Na, nun blätter mal um, weiter. Vielleicht sieht man hier noch irgendwas auf der Karte. Das ist Etage 2, da sind wir. Ne, sind wir nicht. Wir sind da unten. Bestimmt sind es Items, die noch irgendwo rumliegen, die wir noch nicht mitgenommen haben. Doch, da haben wir doch diese Dings da gelassen, natürlich. Diese Erste-Hilfe-Dingens haben wir da gelassen. Also schalten wir weiter um, wir gucken uns das einmal auf der Karte alles an. Dach. Guck mal, da waren das noch ein Raum. Dachteil, den wir noch nicht gesehen haben. Da. Das ist nämlich, weil wir da wahrscheinlich irgendwie hin müssen mit der Leiter. Geh mal. Warte mal. Erste Etage, Dach. Weißt du was, dann gehe ich im nächsten Waggon rein und gehe da mal hoch einfach. Mal schauen. Oder soll ich doch nochmal bis zu Lock hingehen vielleicht? Dann mach mal. Du bist gut, sagt sie. Ja, mach mal. Wir gehen bis zum nächsten und dann hoch und gucken da ab. Ich weiß es sonst nicht. Ja. Was war das denn? Der Hund. War geschnarcht? Ja. Kennst du doch. Ups. Ja, jetzt weiß ich, warum du wieder zurückgegangen bist gerade. Weil das Spiel so die Kamera auf einmal so dreht, ne? Und dann. Ja. Ja, ja. Ja. Was? Ja, unser Hund, ey, Amy, die ist so fett am Schleichen hier. Das ist das Clipper-Zeugs. Hier scheint irgendwas auf zu sein. Ja. Okay.
Alter, der Hund schnarcht so laut, das ist Wahnsinn. Er schnarcht sich wie ein Mensch. Ich will das Mikro dahinter halten. Nein, ja, guck mal hier, ich hab's. Oh, wo war das denn jetzt? Tschakaching! Ja, einfach da. Okay. Hätte ich jetzt so als, ach ja, gut, das soll ein Fenster. Okay. Ja gut, das sieht man ja aber auch schlecht als Fenster, ne? Okay. Das soll ja bestimmt die Außenwand vom Zug von den anderen Waggons sein. Ja, aber das erkennt man im ersten Moment auch wirklich schlecht. Ja. Das sieht man so gar nicht. Tschum. Oh, Hund. Kommt ihr hinterher, Typ? Ja, sie ist alleine da. Klar, 80 Kilo und so weiter. Achso. Oh, Scheiße. Natürlich, wir hätten mit dem Kiefer knackt. Hallo, Rebecca. Und das Loch sei jetzt übrigens nicht zu gefährlich. Nein, 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 nein. Hallo, Rebecca. Hi. Liegt denn da jetzt eine Machete oder? Ist das? Ja. Alter, du Hund. So, ist er tot? Ja. Das glaubt man gar nicht, dass das ein Hund ist. Wie schleicht, ey. So, jetzt müssen wir irgendwas loswerden. Warte mal. Kannst du nachladen, Munition? Ja, ja, warte mal. Oh fuck, habe ich mich jetzt aber erschrocken. Jetzt werde ich die Viecher. Pfui. Ekelhaft. Glipschi, die kleine Spermie. Okay, ich würde das hier gerne einfach weglegen. Meinst du, ich brauche das noch? Wenn ja, weil ich glaube, halt, ich muss das eine Schatulle finden. Wenn ja, warte mal, hier die Munition, warte mal. Ich leg die mal ganz kurz ab, die Munition. Ah, super. Toll gemacht. Ich habe sie sehr gut abgelegt, oder? Warte mal. Kannst du nicht das Ding ablegen und wenn wir es brauchen, holen wir es wieder? Ja, eigentlich hast du recht, ne? Weil die Munition, der andere Geralt oder wie er heißt, Billy. Oh Mann, no! Kann ich nicht abgelegt werden, Eka. Warum? Brauchen wir noch. Wie hast du gerade gemacht? Kann ich nicht ablegen. Warum kann ich das nicht ablegen? Wieso, bist du doof oder was? Darfst du nicht. Ich kann auch mal die Schrotflinte hier... Toll. Wir müssen nachher noch mal irgendwie diese Schatulle sammeln. Ja, wahrscheinlich. Und wahrscheinlich sind wir nur hier, um diese scheiß Tür aufzumachen, was? Oder nur, damit wir die Spermien beleben. Ach, jetzt sind die geschlüpft dadurch. Ah, okay. Geralt, komm mal her. Ich muss mal zu Geralt, da diese Schatulle mitnehmen. Geralt, kommst du mal mit? Geralt. Come on. Okay. Geralt. Ja. Ups. So, Geralt, pass auf. Hier ist eine Dings. Kannst du mal kurz mal gucken, ob du kannst? Kannst du den Scheiß nicht mal loswerden? Hier den Benzinkanister. Wofür ist das eigentlich da? Kombinieren? Zum Anzünden. Das haben wir doch auch. Ach nee, echt? Nee, das haben wir gesucht. Das brauchen wir für irgendwas. Was haben wir das? Das hat doch gesucht, irgendwie Benzinkanister und Feuerzeug. Ich weiß nicht mehr wozu. Ja, Geralt. Du bist heute mein Held. Und da müssen wir bestimmt den Ring reinlegen, richtig? Warte, lass mal das Schmuckkästchen sehen. Schmuckkästchen hört sich auch an, ne? Jeder, der Böses denkt, ne? Schmuckkästchen. Ich untersuche mal dein Schmuckkästchen, Inka. Hast du gehört? Ach, guck mal. Da ist was drinne! Mitgenommen. Silberner Ring.
Jetzt haben wir einen silbernen und einen goldenen. Toll. Wir hoffen mal, dass wir das Messer niemals gebrauchen werden. Aber vielleicht brauchen wir den silbernen und den goldenen Ring. Was? Ja, ja, das ist... Ja, wo, das ist die Frage jetzt. Wir heiraten und so, ne? Hier, guck mal, hier ist doch aufgemacht worden. Boah, wow, Hund! Was ist das hier? Hier waren wir schon mal. Ja, wunderschön, was das Bild zeigt jetzt, ne? Amy! Ja, wenn der Hund so schnarcht, ist nahezu belästigend. Pass auf, lass uns doch mal hier nochmal längs gehen. Oh, also hast du mich ja angeschossen? Bist du nur doof? Weil so viel Platz haben wir gar nicht. Guck mal, waren auch Kräuter, hast gesehen. Ich glaube, ich bin jetzt wieder verkehrt rumgelaufen. Michi, geh doch mal einen Schritt beiseite. Nee, da, wo kamen wir eigentlich her? Ursprünglich mal. Nee, hier, da ist das Telefon, genau, das altertümliche Telefon. Da sind wir hier, hier, hier. Schnäppäpp, debäpp, debäpp. Zack, zack. Hey, wieso, was wolltest du denn jetzt? Ja, ich will weiterkommen in diesem Spiel. Wo willst du jetzt hin? Was ja, denn? Weiß ich noch nicht, aber weg, ja. Ah, hier sind wir jetzt also. Gibt es hier eine Möglichkeit und dann wären wir jetzt denn wo, genau? Ah, genau, jetzt sind wir hier. Schön. Was sind denn die roten Punkte? Weiß ich nicht. Vielleicht Zombies? Wollen wir mal gucken? Weil orange und grün sind das halber Items, die wir finden. Hier kommen wir definitiv wohl nicht runter. Gibt es hier auch einen Speicherraum? Keine Ahnung. Meine Nase schnüppelt. Meine auch. Das sehen wir das mit den roten Punkten? Ne, einen weiter noch. Da, die, da, da, da. Oh, ah! Diese Schmerzen. Hä? Gut, ich verstehe. Ach so, wegen den Messern, weil hier zwei Messer drin liegen. Waffen. So. Waffen rot, Munition wahrscheinlich orange. Und Items grün. Ja, Items sind ja auch Munition und Waffen, aber ja, Heals, also jetzt hier Medizin und so. Ja. Ja. Das macht Sinn. Huch. Jetzt gelacht, weil ich aussehen wieder hochgegangen wäre, ne? Es ist halt nur die Frage, was wir mit dem Ring jetzt anstellen. Ja, was wir mit dem Ring machen sollen jetzt, ne? Was ist das? Ja, toll. Ja, da war doch irgendwas. Wir waren auf der Suche nach diesen Karten. Gut, und die finden wir jetzt genau wo? Weiß ich nicht. Wir haben aber zwei Ringe gefunden, das ist schon mal klasse. Gab es hier nicht irgendwo einen Speicherraum? Wir hatten noch irgendwas mit diesem Raucher, mit diesem, deshalb haben wir das Benzin auch gesammelt und das Feuerzeug. Ja. Da kamen wir hoch zu diesen Skorpionen. So. Aber wir suchen jetzt nochmal einen Speicherraum. Einen Speicherraum wollen wir erstmal speichern für heute. Hoch. Da, ja. Leute. Hey, warte mal. Ich hab kein Fahrbahn, Mann. Oh nein. Das haben wir schon mal gelesen. Gut, dann machen wir erstmal so Chico für heute und wir sehen uns aber in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao, ciao.